Und wir kommen zum 400 Meter Lauf der Frauen im Vorprogramm bei Weltklasse Zürich und folgenden Athletinnen auf der Bahn aus Deutschland. Sie standen im Europameisterschafts- und Weltmeisterschaftsfinale in der Prima 400 Meter Start von Alissa Schmidt. Alissa Schmidt. In der Jahreszahl 97 die Schweizer Meisterin vom LC Zürich in der Jahreszahl 52 Sekunden wir bieten Julia Sen. Die Athletin auf der Bahn 6 war bereits Olympiasiegerin, jetzt nach der Geburt ihres Kindes ist sie zurück auf dem Weg zurück zur Weltspitze aus den Bahamas, Johnny Miller-Wiebo. Auf Bahn 5 eine weitere starke Schweizerin, bereits auch 152 Sekunden geblieben mit der Staffel war sie an der WM in Budapest. Auf Bahn 5 Julia Niederberger. Und sie war nicht nur daheim, weil diese Prima 400 Meter Staffel sie gewann die Goldmedaille aus den Niederlanden, Evelyn Salbert. Ja, der Pech in diesem Jahr hat sich den Arm und das Schulterbein gebrochen. Jetzt ist sie aber zurück. Stark über die Hürden und auch ohne Hürden. Anina Fahr. Eine weitere schnelle Hintermännchen auf der Bahn 2. 50-77 Hürden in die Westzeit. Isana Derite. Und ganz eben auch aus Großbritannien kommt eine weitere Hürden-Spezialistin, aber auch ohne Hürden mit 52-50 schnell unterwegs. Emily Newham. Der Paar Salve, Niederberger, Niederwibo, Sen und Schmidt. Die Antwort wird in diesem 400 Meter Lauf im Vorprogramm bei Weltklasse Zürich. Oh yeah. Schon gerade ist Zürich. Jetzt mal auf. On your mark. In der Netzland sind wir nicht klein. Man weiß ja, der Marco Tameri ist nicht unbedingt der beste Spieler.
auch in etwas tieferen Höhen, wie beispielsweise 2015, so an den Weltmeisterschaften bei 2028 beispielsweise in der Qualifikation, muss der 3 oder 5 genannten Unternehmen, um sich dann noch für das Finale zu qualifizieren. Im Finale dann aber 2 bei 2,36 dort. Wo es zählt, dort ist er dann ready und konnte sich im ersten Versuch zum Weltmeister führen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht im Hochsprung der Männer. Und auch kurz zuvor, Fortschamart Tamil und das Esther Barschi, der dreifache Weltmeister, nur rückte sich auch hier locker leicht über die 2,15. Etwas weniger locker leicht erging es den einen oder anderen Dreispringerin. Wir sind am Ende des dritten Versuchs angelangt und müssen uns verabschieden, sehr erstaunlicherweise von Kimberly Williams, der Weltmeisterschaftsvierten, die es auch nicht geschafft hat, auch die Rekordhalterin in den USA, Tura Orji, schafft es nicht und Best 8